Zuschauer der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Wir sind heute hier bei einer Aufzeichnung des Mitteldeutschen Rundfunks. Es handelt sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und wir werden heute mal in dieser Ausgabe hinter die Kulissen schauen, was da so alles passiert, was hier für Leute rumtappen. Und die Sendung selber kann man am 23. Februar um 20.15 Uhr im Mitteldeutschen Rundfunk sehen. Vielleicht auch ausschnittsweise dann später auf dieser Internetseite. Aber erstmal gucken wir hinter die Kulissen, wer da alles rumdappt und was dann hier auf dieser Bühne und vor allen Dingen rechts und links daneben passiert. Ja. Das ist Michael Becker, der Regisseur der Sendung. Michael, wird das gut dieses Jahr? Ja, wunderbar. Doch, das wird gut. Jetzt wird geprobt. Mindestens so wie letztes Jahr. Letztes Jahr war schon Erfolg. Und dieses Jahr, wir kriegen es ein bisschen besser hin dieses Jahr. Ich denke auch. Guten Gutes. Was macht man zur Probe? Es ist ja nicht dafür da, dass die Künstler auf der Bühne ihren Beitrag nochmal üben, sondern die Probe ist eigentlich auch für euch gedacht. Naja, natürlich. Eigentlich für einen Künstler, dass sein Licht schön ist, dass er gut aussieht, dass der Ton stimmt, der Abstand Mikros wird eingepegelt, dann vom Licht natürlich, Kameraleute müssen, wo es steht, die Requisiten müssen auch wissen, ob sie was hinstellen, wo sie es hinstellen sollen. Und eigentlich ist es auch für den Künstler gut. Und dadurch viele ja auch ein bisschen nervös sind, ist es gut, dass sie auf der Bühne mal richtig auch proben. Und du brüllst dann auch mal rein, aber so richtig böse bist du nie? Nein, ich brülle nie rein. Warst du mal richtig böse zu irgendeiner Probe? Ja, dann böse, wenn ich merke, dass die Leute ihren Job nicht noch... Also wenn man was schlecht macht, das vergisst oder so, ist okay. Aber wenn man kein Interesse zeigt an dem Beruf, dann muss man sich was anderes suchen. Und da wäre ich sauer. Und dann wird auch mal gebrüllt. Dann auch, ja. Habe ich ja höchstpersönlich hier noch nicht erlebt, muss ich sagen. Nö, hier ist ja alles prima. Hier sind Profis dabei, sind alle engagiert. Das ist wichtig. Ein bisschen Engagement muss man schon haben. Ne? Auf der Bühne Laien, macht das was aus bei so einer Produktion? Bisschen schon, ja. Meinst du jetzt vom Umgang her oder vom Können? Nee, vom Umgang nicht. Also du behandelst sie so, als wär's... Es gibt bei Laien auch ein paar, die nicht so gerade in unser Raster passen. Und es gibt auch bei den Profis welche. Also das ist rein menschlich. Es gibt überall solche und solche. Und jetzt geht's gleich los hier mit dem Proben. Genau, machen wir doch. Gucken wir mal ein bisschen zu, heimlich. Daniel ist auch ein ganz großartiger, wunderbar. Wollte ich nochmal sagen. Vielen Dank, Herr Becker, vielen Dank. Du, wo soll ich das jetzt hin überweisen? Super. Freundinnen und Freunde, das ist auch schon mittelgroßer Wahnsinn. Hier ist eine Leiter. Das ist eine von vier Leitern, die es hier gibt. Und die führt ganz nach oben ins Dach, wenn Sie mal schauen wollen. Und da oben sitzt den ganzen Abend lang ein Beleuchter und hält einen Scheinwerfer fest. Der darf dann auch nicht runterkommen. Die Leiter wird eingezogen. Ja? Und er darf immer nur eine leere Flasche mit hochnehmen, falls er mal muss. Also das ist ein Beruf, wo ich jedem rate, Augen auf bei der Berufswahl, gell? Der Mann, der hier neben mir steht, ist für folgende Verkehrsmeldung weltberühmt geworden. Achtung, auf der A4 zwischen A und B stehen Rehe auf der Fahrbahn. Bitte nicht füttern, meine Damen und Herren. Andreas Kallwitz, MDR1, Radio Thüringen. Ja, das bin ich höchstpersönlich. Was macht der Mann hier beim Karneval? Ich bin närrisch genug und das war die Grundvoraussetzung, zu sagen, ja, den Mann nehmen wir mit. Und ich habe dann auch ganz spontan gesagt, gut, werden wir jetzt so eine Sendung konzipieren, ich bin mit dabei und werde mich dann um das eine oder andere Liedchen kümmern, dass wir dann die Rechte bekommen zum Beispiel und dass wir dann diese ganzen Liederchen dann in der Form, wie uns die Autoren angeboten haben, auch präsentieren können. Und das wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer, ne? Aber es macht trotzdem von Jahr zu Jahr noch mehr Spaß. Sowas will ich jetzt hören. Es wird immer schlimmer und das ist ja eigentlich die Herausforderung, um dann hinterher zu sagen, das hat Spaß gemacht. Andreas Kallwitz, MDR1 Radio Thüringen, Gästebetreuer und musikalischer Leiter der Einspielmusiken hier beim herrlichen närrischen Thüringen. Kniefall. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Gerhard Fischer, der älteste Saxophonist, den ich zumindest kenne. Gerhard, grüß dich. Grüß dich, grüß dich. Mittlerweile müsstest du... Bleib doch sitzen, bitte. Komm. Du hast... Er hat es nämlich immer ein bisschen im Bundesverdienstkreuz. Aha. Und Gerhard... Du müsstest jetzt 73 sein. Noch nicht ganz. Wann? 2. April. 2. April. Das ist nicht mehr lang, gell? Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Hast du hier bei der Band, ich meine, ihr seid ja bald 20 Mann, hast du da irgendwie so einen Rentnerbonus? Darfst billiger mitfahren? Ich krieg weniger Geld. Das ist doch schon mal was. Ja, freilich. Ja, das ist Frau Gögel. Ja, nebenberuflich ist sie Hüpfer, hauptberuflich ist sie offensichtlich Friseuse.
Haben wir schon guten Tag gesagt heute? Klar haben wir das. Echt, heute schon? Heute schon, ja. Oder war es frohes Jahr? Das war frohes Jahr, glaube ich. Frohes Jahr heute. Sind Sie dieser Präsident? Dieser Präsident, ja. Wir haben Sie wirklich wieder engagiert. Toll. Finde ich toll. Ja, finde ich auch. Frage nur für wen. Spaßvögel sind das hier. Es handelt sich offensichtlich um eine Unterhaltungssendung, die hier hergestellt wird, genau, oder? Ja, so ist es. Humor ist, wenn man trotzdem hinguckt. Wer denn? Das ist Thomas. Aha. Ja. Und eine kleine Kamera, die das, was wir jetzt da fabrizieren, ins Internet stellen wird. Darf der das? Nein. Okay, dann bin ich dafür. Okay. Vielen Dank, wir machen alles trotzdem. Also hier sehen wir jetzt mal den Saal und da gibt es eine kleine, mini-kleine, die ist nur für die Proben, Bildregie. Die können wir uns auch mal angucken aus der Nähe, oder? Ich hoffe, Sie haben hier mal Platz genommen an dieser winzig kleinen Bildregie. Hier sieht man die Bilder aller Kameras gleichzeitig und durch geschicktes Drücken dieser Knöpfe hier wird ein Bild immer dann sozusagen zu Ihnen nach Hause in den Fernseher gebracht. Das ist im Grunde der ganze Spaß. Wenn man hier zum Beispiel diesen Hebel bewegt, ändert man irgendwas. Ich verstehe davon nichts. Und das hier ist der wichtigste Mann von allen, ja. Also wichtiger geht nicht. Das ist Michael Danz, Landesverband Thüringer Karneval. Ich filme auch, ne? Nebenberuflich ist er Versicherungsvertreter, aber hauptberuflich bist du ja der Obernarr des Landes. Viel Zeit zum Arbeiten bleibt da natürlich nicht und so. Und außerdem freue ich mich jetzt ganz persönlich. So eine Versicherung verkauft sich auch von ganz allein, oder? Ja, sowieso. Mit Lachen und guter Laune. Gut versichert, gut gelaunt. Hamburg. Nein, niemals. Ich nenne jetzt hier keine Namen und so. Die Menschen kennen mich aus Fernsehen und Funk und sollen einfach zu mir kommen. In großen Scharen. Man reicht die Meere gelegen. Weltweit größte Plage für Touristen sind neureiche ehemalige Marxisten. Spione. An diesem Mischpult steht normalerweise der Axel. Axel, kommst du mal? Das ist Axel. Ja? Axel macht hier den guten Ton auf der Bühne und vor allen Dingen macht er auch den Ton in Suhl beim Karneval. Ist ja auch immer ganz wichtig. Gell? Was hier also an geballter Kompetenz allein hinter den Kulissen ist, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause, Sie machen sich überhaupt kein Bild. Deswegen machen wir das für Sie. Das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Steuerrad der Gurch Fock und die Festbesatzung des Schiffes, die ja jetzt mittlerweile fast suspendiert ist, darf hier in der Eheberatung Zank und Streit wohnen. Da gehen wir jetzt mal rein, ja? Wenn Sie mal folgen wollen. Denn hier ist die Abteilung Requisite Bühnenbau. Was habt ihr euch alles hier eingerichtet, damit man es die nächsten 4-5 Tage hier aushält? Das ist unser Männerruheraum. Also zum Füße hochlegen müsste was da sein. Wir brauchen ja ein bisschen Ruhe wenn wir von der anstrengenden Arbeit. Und ja, dann gehen wir hier rein, dann wird gekocht, gebacken, gebrezelt, gebohnert. Dann haben wir eine kleine Küche mit. Eine kleine Küche, die möchte ich ja gern mal sehen. Ach, das ja, wenn Sie mal schauen wollen. Ja. Das? Da ist nur Cola drin und kein... Da ist nur Cola drin. Ja, ist ja auch der erste Tag, also bitte. Ja, und es ist Nachmittag um 4 jetzt. Wollen wir. Hier, das ist übrigens auch Chef von Sians. Der darf hier auch rein? Ich bin der Zehnbildner, ich bin hier der Chef, sagen die Kollegen zumindest. Ja. Ja. Wer sagt das noch? Und Abteilung Honorare Lizenzen, sagen die das auch? Abteilung Ausstellung sagt der Chef sozusagen so. Was ist denn dieses Jahr neu, 2011? Wir haben dieses Jahr zum Beispiel links und rechts, weil es ja immer kein Geld gibt, immer ein bisschen mehr Geld, jedes Jahr ein bisschen mehr, haben wir links vor dem Orchester eine Lichtkante noch zusätzlich gesetzt. Auf der. Das ist der Plan. So. Da findet das mal Zeit, die Lichtkante befindet sich hier. Diese hier gesetzt sozusagen, dann haben wir hinten den Hintergrund im Durchauftritt verändert. Und mehr Geld war nicht da so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen, die Lichtkante des MDR und zwei hochbegabte Lichtkanteningenieure hier am Werk, die an der Messingleiste noch zu sägen haben, mit der Eisensäge, haben aber Holz untergelegt und wundern sich, warum es klemmt. Ja? Aber da wollen wir den Ingenieuren mal nicht reinreden, ja? Die haben die Ausbildung nicht, wir. Aber diese Lichtkante hier, das ist doch fast auf Gärung. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren, oder? Das ist genau auf Gärung. Also wenn Sie das mal jetzt in groß sehen könnten, was wir bitte nicht machen,
wirklich, da kommt kein Licht mehr durch. Das ist Hammer. Ist ganz wichtig auch bei Lichtkanten. Und hier hinter befindet sich also die Neuanschaffung im Jahr 2011, die verschiedenfarbig einsetzbare Lichtkante des Mitteldeutschen Rundfunks. Ja. Merken Sie sich bitte genau dieses Bauteil. Wenn manchmal das Bild so tut, als wäre es ein Flugzeug, dann ist es dieses Gerät, es handelt sich um einen Kamerakran. Das heißt, weil da so ein ganz langer Arm ist und vorne hängt halt diese Kamera dran. Und dieser Arm endet hier hinten an den Armen eines Operators, der da hinten steht und muss das Ding wirklich mit Muskelkraft bewegen. Das ist wirklich so. Da hinten sind Griffe dran und da ist jemand, der das Ding dann umherfliegt. Rein, raus kann es auch noch ein bisschen, das Ding. Aber das war's dann auch schon. Kostet unheimlich viel Geld und passt in einen LKW. Wir schleichen uns jetzt mal in die Abteilung Beleuchtung. Da ist nämlich gerade keiner da und wir können mal gucken. Vorsicht, Stolper. Hier ist nämlich was Herrliches aufgebaut. Ja? Eine kleine Küche. Da gibt es hier Süßkram und Kaffee. Alles wunderschön, aber wichtiger noch. Es gibt hier Autogramm-Poster von Hansi Hinterseher beispielsweise. Oder auch, wenn Sie mal hier rüber schauen wollen, von Andrea Berg. Hier wohnen wirklich die Hardcore-Fans. Sie haben auch hier ihre Widmung hinterlassen, Son of a Devil. Das heißt sowas Ähnliches wie, ich mag Andrea Berg sehr. Also das ist wirklich schön hier bei der Abteilung Beleuchtung. Schnell wieder weg. Jetzt sind wir hier draußen vor der Halle, es ist auch empfindlich kalt und wir gucken hier mal an den Ü-Wagen und da kann man hier schon lesen, die Firma heißt nämlich Hans-Dieter, ja, deswegen Hans-Dieter-Produktion, ja, für alle, was denn, früher hieß das HJ, ne, Hans-Joachim, aber jetzt heißt das Hans-Dieter, ja, und da gucken wir jetzt mal rein, Herr Mamet Schlacht, gucken wir jetzt mal rein, ne? Das hier ist die Tonabteilung des Ü-Wagens. Ja, wenn Sie mal schauen wollen, handelt sich hier um ein Mischpult. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein paar Lautsprecher, ein paar Fernseher, was man so braucht. Ne? Damen und Herren, wenn Sie sich fragen, was der moderne Erbsenzähler denn heutzutage beruflich macht, er zählt Kabel. Und das ist sein Arbeitsplatz. Hier arbeitet der Kabelzähler des Mitteldeutschen Rundfunks. Und er muss immer überprüfen, ob alle Kabel vollständig anwesend sind, die er dann zu Bäumen zusammenflicht und in die Halle hineinlegt. Das ist ein schöner Job. Das wäre auch was für mich, glaube ich. In diesem Fahrzeug reist der Orchesterchef Andreas Lotz an. In diesem Fahrzeug also wohnt Andreas Lotz, wenn er unterwegs ist. Wenn Sie aber mal gucken wollen, der Rest der Band ist nämlich mit diesem Fahrzeug hier gekommen. Ja, auch hübsch. Ist jetzt nicht mehr das Neueste, ist ein Gebrauchtwagen, aber tut auch für die restlichen 19 Mann. Das ist die jüngere Schwester von Frau Kollwitz, die Käthe Ring, und die wohnt hier. Und hier in der Kantine finden Sie genau die Leute, die man immer in der Kantine findet. Ganz vorn der Regisseur, der heute übrigens Geburtstag hat. Ne? Und hier hinten die Musikspielkapelle. Und wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, erkennen wir Fassbrause. Fassbrause? Seit wann? Ja, da ist noch das Schild dran. Das ist aber. Oh, ist das schön. Ist das langweilig hier für so eine Truppe zu kochen? Das hier ist, ja, sag mal, ist wenig Abwechslung, sag ich mal. Mehr sag ich dazu nicht. Also schon irgendwo langweilig. Also, aber es macht auch Spaß. Schneiden wir raus. Halt mal ruhiger Minute. Kann man mal ein bisschen nachdenken über das, was vom Tage übrig blieb zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. Und kocht dann draus Soljanka. Ja, das ist die Jahreshauptversammlung der Jenaer Karnevalsgala, die in der Veranstaltungspause stattfindet. Wenn Sie mal schauen wollen, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Personen. Also vollzählig anwesend. Laufen Sie ruhig durchs Bild, das bringt ein bisschen Leben auch rein in diese Veranstaltung hier. Weil alles, was ich mache, ist ja ein bisschen langweilig. Ne? Und hier, Fernsehbild auch. Spaß. Wir gehen da jetzt mal rein. Achso, klopfen vorher. So.
Ah, guten Tag. Hier ist das Heiligtum, ja, der optischen Komponente der Veranstaltung. Und hier drüben, guck mal, da wird zum Beispiel gerade meine Klamotte irgendwie zerfistelt. Gebügelt. Gebügelt? Ja. Wird auch Zeit jetzt. Es wird auch Zeit, du hast recht, ich gestehe. Ich bin auch nicht mehr dazu gekommen zu Hause, sonst hätte ich es ja. Ist doch okay. Und hier sind die Kostüme von allen Aufrehen schön in Reihe und Glied. Die müssen auch immer reichlich vor der Veranstaltung hier antanzen. Ja, lassen sich dann bemalen und bezupfen und gehen dann als neuer Mensch raus. Es handelt sich um Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechs-, Siebent- und Acht-Haar. Knopfleiste kann sie wirklich am besten. Das mal also, da lässt du das Hemd meiner Mutter links liegen, ja, wenn du hier eine gebügelte Knopfleiste kriegen kannst. Richtig, so ist der Plan. Hier hinter der Bühne treffen wir einen der besten Gästebetreuer, die der Mitteldeutsche Rundfunk jemals gehabt hat. Und Sie werden ihn kennen aus Straßenfegern wie zum Beispiel Rucksack. Robby, ich freue mich. Freue mich auch, Daniel. Deine Aufgabe ist ja im wirklichen Leben wandern, ja? Ja. Würdest du für uns mal kurz Probe wandern? Welches Tempo? Langsames, entspanntes oder zielstrebiges? Ich würde mal sagen, Ansatz Kilimandscharo. Kilimandscharo. Da gehen wir schnell an. Dann verschnaufen wir am Berg nochmal. Und dann geht's hoch. Also wenn er eins kann, dann wandern. Aber warum machst denn du so einen Scheiß? Du musst das doch eigentlich gar nicht machen. Ja, aber das hält doch schön frisch, wenn man immer in der Natur draußen ist. Nein, ich meine hier, die Gäste zu betreuen. Das macht einen natürlich sehr alt und lässt graue Haare wachsen. Aber einer muss es ja machen. Und du siehst ja, es sind Leute, die sind keine Profis, die können gut tanzen, die können gut Büttenreden halten, aber manchmal, die Vorgänge beim Fernsehen sind nicht so leicht zu durchschauen. Und dann komme ich ins Spiel. Dann können Sie fragen, wo ist meine Garderobe, wo ist die Maske, wo ist eine Toilette, wann hat die Kantine offen, wie komme ich zur Bühne? Wo sind die Kippen, wo ist das Koks? Genau. Die üblichen Fragen, die man so stellt, ne? Ja, und die beantworte ich und deswegen mache ich das. Wo ist denn das Koks? Das Koks, das... So sieht das aus, wenn die Kapelle Pause hat, ja, und da sitzt er wirklich sehr gelassen da, Andreas Lotz, Kapellenchef. Muss man mal... Herr Lotz, kommen Sie, guten Tag. Hoch die Schübel, Luise! Sie haben sie gleich erkannt, vermutlich. Andreas, was machst denn du gerade? Pause. Wie lang noch ungefähr? Oh, 2-3 Stunden. Und dann geht's aber gleich wieder? Zum Trinken. Ja. So läuft das nämlich hier. Macht das Spaß? Selbstverständlich. Wir haben ja auch schon großen Durst alle miteinander. Und man darf ja nicht vergessen, hier steht ja auch immer, hier hinten unten steht ja auch die Tasche, wo die Scheine im Moment einfach nur so reinfliegen. Hier, das ist sie. Das ist sie. Ja, hier. Ist größer geworden dieses Jahr. Ein Präsident ist ein Präsident ist ein Präsident ist Achim Scheibe. Ah, Dach. Vielen Dank. Guck mal, das ist meine Mama, die kommt nämlich auch jedes Mal. Mama, ja, gefällt's ja. Dir hier wohl? Ja. Ja, okay. So, Mama geht. Oh, Feeling. Das ist aber schön. Hier, die Frau Scheich von Mettendorf. Dankeschön. Ich grüße dich. Es handelt sich um Herrn Geisenhöhner. Ja. Toyota etc. Ja. Der Klaus. Klaus Leuser. Alles klar. Ah ja. Okay, guck mal hier, wenn du da reinwinkst, sieht's auch keiner. Du bist im Fernsehen. Ich hätte ihn beinahe an der Brille erkannt. Es handelt sich um Werner Dieste. Das könnte sein, aber er ist der Landesfunkhausdirektor des MDR Thüringen. Herr Dieste, ich freue mich sehr. Freue mich auch sehr. Herzlich willkommen. Und er lügt, ohne rot zu werden. Ja. Das soll eine Veranstaltung werden, ja. Sie reicht von Anfang bis Schluss. Haben wir irgendwelche Höhepunkte zu erwarten? In der Mitte gibt es einen Höhepunkt. Ich weiß. Da bin ich aber gerade nicht da. Ach so, das Ende. Das Ende ist auch immer ein Höhepunkt. Finale. Ja, wir sagen ja im Fachjargon Finale dazu. Ja. Aber eigentlich fehlt mir zum Beispiel noch so ein Orden. Jetzt geht's in diesem Film aber überhaupt nicht um Sie. Was machen wir denn jetzt? Da freue ich mich darüber, weil die Hauptperson... hat einen Orden. Werner Dieste ist wirklich ein sehr sympathischer Funkhausdirektor, deswegen auch Thüringen. Und ja, Sie kriegen ja auch einen Orden. Sehr gern. Ich
halte gern das Mikrofon. Also. Passt das noch drüber? Nicht, dass jetzt hier der Turban ruiniert wird. Ja, das ist die perfekte Tarnung. Ach, wunderbar, wunderbar. Ich weiß nicht, warum Karnevalisten so auf Orden abfahren. Ich bin ja kein Karnevalist, aber einmal im Jahr darf ich sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie irgendwann mal hören, nie wieder Krieg, dann ist dieser Mann hier gemeint. Martin Krieg war sogar Karnevalspräsident. Der hat es eigentlich erfunden. Ja, ja, erfunden habe ich es nicht. Aber guten Abend. Gründungsmitglied könnte ich sein beim Wasinger Karneval. Wir feiern ja die 476. Session. Und Martin Krieg ist der Mann, der heute Abend irgendwie die Fäden auch zusammengehalten hat. Warst du zufrieden? War wunderschön. Ja? Vor allen Dingen mit dir. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, wenn man MDR Karneval guckt. Also 23. Februar im mittelprächtigen Rundfunk. Und Martin, sollen wir das gucken oder lieber Champions League? Nee, wir gucken lieber den Karneval. Es ist wirklich sehenswert. Weil? Na, alleine schon, weil du die Moderation übernommen hast. Du bist ein Schleimer. Im Elferrad sitzen. Ja, so wird nämlich ein Schuh drauf. Also einschalten, mitteldeutscher Rundfunk. Können wir mal einen Programmsuchlauf wieder mal betätigen. Ansonsten... Nächste Woche wieder eine sehr ordentliche, wunderbare Welt des Herrn Ebert. Bis dann. Tschüss.